So Leute, da sind wir wieder mit Let's Play Gonzan, zweite vergessene Epoche. Woo, das war wohl die schnellste Anmoderation meines Lebens. Egal, beim letzten Mal haben wir Shit getan. Ach genau, wir haben Arons Schiff von diesen komischen Krakenviechern befreit. Und wir sehen schon direkt, ich habe neue Einstellungen. Ja, ich habe jetzt mal auf OpenGL gestellt. Und es gefällt mir irgendwie eindeutig besser. Warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Die Grafik sieht besser aus. Hoffe ich. Schreibt mir auch mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wir haben jetzt zwar Arons Schiff bekommen, allerdings werden wir es noch nicht benutzen. Also, hier oben steht das, da, Boot. Und zwar, wir wollen zurück in die Yampi-Wüste. Denn wir haben hier noch was zu erledigen. Beziehungsweise müssen wir noch woanders hin. Und, naja. Wir sehen schon hier einmal auf dem Schild Norden Alhafra, Süden Bora-Felsen. Achtung, von hier aus führt kein Weg mehr zurück. Na doch, das wird es schon noch. Ja, und wir können nicht mehr zurück. Ja, der Bora-Felsen ist unser nächstes Ziel. Und da müssen wir noch eine Psy-Energie abholen. Das hätten wir eigentlich schon viel früher machen sollen, aber... keine Lust. Wir sind immerhin jetzt vollzählig, sind gut ausgerüstet und... naja, wir können es direkt auch daran wagen. Der Bora-Felsen ist... ich nenne das einfach mal ein Elementarfelsen. Und zwar gibt es 4 für jedes Element. Und dort kriegen wir dann Psy-Energien. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Und zwar ist das hier in der großen Wüste. Wir sind hier in der Wüste, da ist die Yampi-Wüste und hier vorne ist auch nochmal was. Und zwar der Bora-Felsen. Da sehen wir ihn schon, recht klein auf der Landkarte. Allerdings ist es ein recht großes Gebiet, der Bora-Felsen. Und zwar möchte ich erstmal hier auf R den Wirbelwind legen. Wenn man hier liest, hütet euch vor den Windsteinen. Die Steine verstärken die Macht des Windes. Seid vorsichtig, wenn ihr euch dem Bora-Felsen nähert. Ja, und jetzt können wir nämlich mit Wirbelwind hier die Kraft sammeln und diese Wände damit wegpusten. So, und... naja, wir sind noch nicht mal in der Nähe vom Bora-Felsen. Das ist immer noch... ich sag jetzt mal, der Weg zum Bora-Felsen. Ziemlich ätzend. Wegen das was, wenn ich hier runterpuste? Ja. Aber ich komme da eh noch nicht an. So, wollen wir hier wieder alles mitnehmen? Ich lege mir mal auf L, Vermeidung. So. Ich muss nicht mal ins Menü greifen. Da geht's nicht weiter. Aber hier haben wir schon mal was. Und zwar eine Kiste. Eine Mimik. Oh no. Und mein Bild flackert. So. Da war mein Kabel irgendwie am rumspinnen. Ja. Gucken wir, ob wir Radiostrahl drücken können. Sturmblitz. Tundra. Und die Grafik ist einfach irgendwie viel schöner. Klar, ich mochte das alte Design total, ne? Aber hier will ich auch nicht nein sagen. Und jetzt mal Radiostrahl. Ja, ist einfach nur ein größerer Strahl. Aber wir sehen schon am Damage, den wir kriegen. Wir hätten hier schon viel früher sein können. Ein bisschen Münze und eine Glücksmedaille. Hey. So, wir wollen natürlich hier wieder alles mitnehmen. Deswegen werden wir diesen großen Felsen da erstmal ignorieren. Da will ich noch nicht lang. Ich will mich erst hier unten umgucken. Denn wir wollen ja alles mitnehmen. Wir sind gierige Menschen. So. Dich können wir auch noch hier wegpusten. Und ich müsste, glaube ich, da oben jetzt das Ding mitnehmen können. So, ich habe ja jetzt Vermeidung auf L. Ist, glaube ich, auch besser so, wenn ich gerade irgendwo am Rumlaufen bin und es nirgendwo Schieberätsel gibt. Es wird hier auch natürlich wieder Gins geben. Die wir natürlich haben wollen. Nur da können wir noch nicht weiter. Okay, hier können wir allgemein noch nicht weiter. Das heißt, wir müssen uns nochmal... oh Gott, wenn es jetzt zurückgesetzt ist, dann... ach. Ist es zurückgesetzt? Nein. Von da kamen wir. Hier war, glaube ich, zu. Oder? Ich habe hier keine Karte. Das ist das Problem. So, hier kann ich schon mal... Vermeidung nochmal einsetzen, genau. Genau das wollte ich machen. Eigentlich wollte ich den Wirbelwind machen. So.
Also wenn man hier die Sandbänke da wegpustet, dann hält das auch für ewig. Also die kommen nicht wieder. So hier können wir jetzt durch und den hier aktivieren. So. Das ist jetzt eigentlich mehr eine Zusammenarbeit von Cosma und Aaron. Vermeidung und Rumgepuste. So, wo geht's jetzt weiter lang? Nein, Vermeidung bleibt bitte drinnen. Ich guck nochmal ganz kurz in die Optionen. Einstellungen. Dexelgeschwindigkeit. So. Hat jetzt zwar nicht viel zu tun mit dem, was ich gerade gemacht habe, aber egal. So, hier irgendwo müsste es doch sein, hier unten rechts. Da müsste ich, glaube ich, den Wind hochschicken. So, aber den hier kann ich schon mal aktivieren. Da will So. Das bringt mir gar nichts. Müsste ich von da unten nochmal ran. Oh, hier kann ich jetzt weiter, genau. Und zwar müsste ich jetzt hier an die Kiste kommen. Für eine Rauchbombe, den ganzen Kram, toll. So, jetzt können wir dich auch noch wegpusten. So, ich weiß noch, dass es rechts irgendwo was gab. So. Na. So, und da Monster uns überhaupt jetzt gar nicht mehr angreifen, sieht man, also je stärker die Gegner sind, umso häufiger kommen Gegner. Ja, wir aktivieren das Ding hier. Mit Vermeidung am besten, genau. Die Kiste hinten rechts, da können wir eh noch nicht dran. Wir müssen da von oben ran. Und hier nutzen wir einmal den großen Tornado. Und legen hier den Weg frei. So. Überhaupt nicht übertrieben. Alles klar. Ganz normale Dinge halt, ne? Das, was man so macht, wenn man gerade am Bergsteigen ist. Und irgendwie kann ich wie Spider-Man in der Luft schweben. So. Und zwar, genau, die Windstürme da sind ziemlich blöde. Und die können mich wegspusten. Und teilweise müssen wir die auch benutzen. So, hier zum Beispiel müssen wir aufpassen. Weil die könnten mich da runterschubsen. So, da haben wir auf jeden Fall einen Weg. Da kann ich noch nichts machen. Ich muss irgendwie rechts rüber. Kannst du mich da rüberbringen? So? Hallo? Hallo? Ich möchte gerne darüber. Ist das nicht irgendwie so? Oder muss ich da... Ach, ich muss da draufstehen. Ah. Okay, wie komme ich da hin? Okay. Ah, das sieht gut aus. So. Wir wollen natürlich alles mitnehmen, auch optionale Dungeons. Und die Felsen sind manchmal sowas. So, hier einmal runter. War das so richtig? Ich glaube nicht. Oder? So. Einmal bitte mitnehmen. Dankeschön. Und dich werfen wir einfach mal da runter, damit wir die Abkürzung geschaffen haben. So, dann muss ich einmal ganz kurz räuspern. So, Vermeidung lässt nach. Darüber reden wir ein andermal. So, runter mit dir. Und hier vorne ist... Nicht. So, hier werden wir nochmal nach unten. Denn es gab hier irgendwo unten eine Kiste, die ich hätte. Gerne hätte zumindest. Ja, und zwar die da. Ein Sturmzeichen. Eine neue Waffe. Und oh Gott, ist das hier voll. Wegwerfen. Nein. Wer war unser Glückskind? Und du warst unser Glückskind, ne? Ja. Die Öltropfen können weg. Die Schlafbomben können weg. So.
Und die Rauchbomben. Na komm. So, du hast ein Sturmzeichen bekommen, ne? Entfesselt Hurricane. Gib das mal Aaron, weil er hatte noch keine vernünftige Waffe. Mal eins sortieren. Kann Jenna eigentlich was mit dem Psy-Energiestab benutzen? Nein? Okay. Das Ding zu aktivieren bringt mir gar nichts mehr, aber auf jeden Fall hat Aaron eine neue Waffe. Also, was heißt neu? Eine schwächere Waffe. Aber immerhin besser als das, was er vorher hatte. So, wir lassen uns einmal hier weiter hochtragen und dann darüber. Glaube ich. Aua. Okay, das war... War das richtig? Ah, okay, ich komme da gar nicht vorbei. Ah. I see what you did there. Nochmal bitte rüber. Bringt mir das irgendwas? Nee, ne? So, hier muss ich lang. Aber was bringt mir das? Was könnte mir das bringen? Da oben klatsche ich nur gegen. Ach, hier kann ich lang. So, mal weiter nach oben. Links waren wir auch noch nicht. Okay, da bringt uns auch nichts, wenn wir da lang gehen. So, es ist schon ein paar Jährchen her, dass ich das letzte Mal Golden Sun gespielt habe, also seht es mir nach. Ich möchte gerne darüber. Warum müssen es immer so Kletterpassagen sein? Ne, gut. So, was haben wir denn hier oben? Da ist auch nochmal eine Kletterpartie, wo wir das Ding aktivieren können. Und das trägt uns dann darüber. Hui. Dankeschön. Es war hier oben rechts war noch eine Kiste, genau. Die sollten mich eigentlich runterschubsen können. Oder? Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mich runterschubsen? Ah, okay. Die können mich runterschubsen. Hier in der Kletterrunde brauche ich das, glaube ich, nicht. Also Vermeidung. Ja, mal hier ein bisschen unten halten. So. Einfach hier dran vorbeischleichen. Na, komm, spuste noch einmal. Dankeschön. So. Hier bringt es mir gar nicht, aber ich kann, bevor ich da runterspringe, möchte ich erst hier rechts ein bisschen gucken. Okay. Einmal runter. Okay, dann können wir den Weg hier freilegen und da die Kiste aufmachen. So, eine Schlafbombe. Egal, wir können sie wieder draufstellen und wieder hochboosten lassen. Hui! So. Haben wir das auch erledigt und komm, komm mal, das ist, kommt ein Gegner. Egal, ein paar Gegner hier oben kloppen. Kann nicht schaden. Alles klar. Heimat Jenna, bitte. War, glaube ich, alles, ja. So, hier können wir eh nicht weiter. Das heißt, wir können hier hoch. Möchte ich erst rechts lang? Ich glaube, ich möchte erst rechts lang. Hüpfen wir mal hier runter. Wir können uns hier draufstellen. Okay, so. Und dann einmal. Okay, das bringt mir noch gar nichts. Was ist... Hier sind Gegner. Ein Plasma sollte reichen. So. Eigentlich könnte ich normal angreifen. Ah, okay, er hat sich geschützt. Diese. Ach, das sind Grindelos, die kennen wir doch schon. Und ein Öltropfen. Hurra! Erstmal muss ich da oben dann den Weg frei machen. Wir machen den Weg frei. So. Egal, haben wir jetzt schon mal Vermeidung drauf. Verschieber, du darüber bitte.
Warum können eigentlich nur drei Adepten Verschieber, also Garrett, Isaac und Felix? Was haben wir denn hier drüben? Irgendwas Spektakuläres, hoffentlich. Außer ich gegen mein Mikrofon haue. Okay. Okay, von hier den Wirbelwind benutzen bringt nichts. Rechts an die Kiste kommen wir noch nicht, glaube ich. Ich glaube aber, er ist auf dem Rückweg. Okay. Ich glaube, wir müssen hier erst hin, wenn der Nebel weg ist. Also, wir müssen von der anderen Seite, glaube ich, kommen. Ja, sieht doch genauso aus. So, das war's dann aber auch erstmal für diese Folge mit Golden Sun 2, der vergessenen Epoche. Ne? Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. We'll be right back.